Das Fastentuch der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Bendern stammt aus dem Jahr 1612. Nachdem es viele Jahre als verschollen galt, fand es der Pfarrer Mitte des letzten Jahrhunderts eingerollt und verstaubt im damaligen Pfarrstall. Das Tuch zeigt in 24 Bildern die Glaubensgeschichte, angefangen von der Schöpfung über die Geschichte Jesu bis zum Weltgericht. Es wurde liebevoll restauriert und hängt seitdem jedes Jahr in der Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern in der Pfarrkirche Bendern in Liechtenstein. Papst Franziskus hat etwas gesagt, das ganz schön zum heutigen Sonntag passt. Er hat von mit dem französischen Katholiken de la Diakonie de la Beauté gesprochen, die Schönheit der Diakonie des Künstlers. Also die Aufgabe des Künstlers und der Künstlerin ist, den Duft der Harmonie zu kreieren und weiter zu vergießen. Und dass wir einen Moment träumen dürfen und nach der Fülle des Lebens streben. Dass wir also eine Kultur der Schönheit, der Harmonie in Bewegung setzen. Und so wünsche ich Ihnen allen, uns, auch Ihnen, dass Sie ein bisschen von dieser Schönheit uns weitergeben können und uns in Bewegung bringen können. Herzlich willkommen, nun auch hier von der Künstlerfront bei unserer Konzertmatinee. Wir haben für Sie heute ein ganz besonderes Programm ausgewählt. Es ist nämlich eigentlich unglaublich, wie zeitlos viele Texte aus der Bibel sind, die der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy für die beiden Oratorien Paulus und Elias ausgewählt hat. Ich möchte Sie zwischen den Stücken durch verbindende und erklärende Worte mitnehmen auf eine Reise, sich einerseits mit der Wandlung vom Saulus zum Paulus und andererseits auch mit den Erfahrungen des Elias auseinanderzusetzen. Zwischen den Arien hören Sie immer wieder ruhige Instrumentalstücke, die Sie zum Nachdenken, Innehalten oder zum Verarbeiten der Bibeltexte bringen können. Vom Saulus zum Paulus, das sagen Menschen, wenn jemand von heute auf morgen seine Meinung, seine Einstellung oder sogar sein Leben verändert. Saulus ist ein gläubiger Jude. Er ist radikal und sehr bibeltreu in seinen Ansichten. Er hält sogar das Christentum für eine Sekte und verfolgt daher Christen, um sie zu bekehren. In der Arie Vertilge sie spürt man den Zorn, den Saulus in sich trägt. Die nächste Arie zeigt dann seinen tiefen Glauben
mit dem Text: Doch der Herr vergisst der Seinen nicht. Fallt vor ihm nieder, ihr Stolzen, denn der Herr ist nahe. Saulus aber zerstörte die Gemeinde und wütete mit drohenden Worten gegen die Jünger und lästerte sie und sprach: Vertilge sie, Thema und die Stoppen vor den Feuer. Sie wollen nicht erkennen, sie wollen nicht erkennen, dass du in deinem Namen heißt es Herr allein, der Höchste in aller Welt, der Höchste in aller Welt. Thank you.
und zog mit einer Schar gen Damaskus und hatte Macht und Befehl von den hohen Priestern, Männer und Weiber gebunden zu führen gen Jerusalem.
Als Saulus auf dem Weg nach Damaskus ist, um die Anhänger Jesu ausfindig zu machen, trifft ihn ein Lichtblitz. Er stürzt vom Pferd und hat eine Vision. Ein Fremder erscheint vor ihm und erzählt von den Taten und Worten des auferstandenen Christus. Dieser Moment verändert das Leben von Saulus. Er spürt eine Energie und eine Kraft, die sein Leben für immer verändern wird. Er lässt sich taufen und wird Anhänger Jesu. Er nennt sich nun Paulus und wird zu einem christlichen Missionar. Aus Saulus wird Paulus. Als Prediger reist er durch das Land und spricht über seinen Glauben. Er ermahnt die Menschen und erklärt, dass man Christen vor allem an ihren Taten erkennt. Wegen seines Glaubens wird Paulus von den Römern verfolgt und eingesperrt. Und obwohl er selbst Gewalt erlebt hat, gibt er uns eine wichtige Botschaft mit, die lautet: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde es durch das Gute. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren erstarrt. Denn sie hörten eine Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und da er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus und war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Denn ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass ich die
die Sünder zu dir bekehren, dass ich die Sünder zu dir bekehren. Denn ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass ich die Sünder zu dir bekehren, dass ich die Thank you.
zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk, schrien und sprachen. Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind doch sterbliche Menschen, gleich wie ihr. Und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesem Falschen zu dem lebendigen Gott, welcher gemacht hat, sind eitel nichts und haben kein Leben. Sie müssen fallen, wenn sie heimgesucht werden. Gott wohnt nicht in Tempeln, mit Menschenhänden gemacht. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? So jemand den Tempel Gottes verderben wird, den wird Gott verderben.
Das Oratorium Elias hatte 1846 im englischen Birmingham seine Uraufführung. Felix Mendelssohn Bartholdy hat das Orchester hier groß besetzt und mit einem stattlichen Chor, bestehend aus mehreren Singvereinen mit insgesamt vielen hundert Sängerinnen und Sängern, ergänzt. Wir wollen versuchen, hier in unserer bescheidenen, kleinen, instrumentalen Duo-Besetzung mit Solist trotzdem die großartige Musik an Sie weiterzugeben. Das Werk Elias hat eigentlich keine durchgehende Handlung, sondern schildert in kurzen Begebenheiten das Leben dieses biblischen Propheten. Sie hören zunächst zwei Arien aus dem ersten Teil, wo der Komponist Elias noch sehr kämpferisch, teilweise auch zornig und aufbegehrend dargestellt hat. Ist nicht des Herrn Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Und dann: Weh ihnen, dass sie von mir weichen, sie müssen verstöret werden. Nicht des Herrn Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer der Felsen zerschlägt, wie ein Hammer der Felsen zerschlägt, der Felsen zerschlägt, wie ein Hammer, wie ein Hammer, ein Hammer den Felsen zerschlägt. Sein Wort ist wie ein Feuer, wie ein Hammer, ein Hammer den Felsen zerschlägt. Ist ein rechter Richter und ein Gott, der täglich tut. Ein rechter Richter und ein Gott, der täglich tut. Will man sie nicht bekehren, so hat er sich dran gewetzt, sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt. Und zielet, zielet, zielet. Sie wollen erlösen, sie wollen
Im zweiten Teil des Oratoriums hat Mendelssohn einen lyrischen Zugang gefunden, um den Lebensüberdruss des Elias musikalisch gut darzustellen. Mit der Arie »Es ist genug« legt Elias seine Seele in Gottes Hände und schließt dann mit »Sei stille dem Herrn und warte auf ihn« seinen Frieden. Vor allem diese zweite Arie gefällt mir besonders gut, weil hier dem Komponisten eine perfekte Symbiose zwischen Wort und Musik gelungen ist. Thank you.
Mendelssohn hat wie viele andere Komponisten neben den großen Bühnen- und Orchesterwerken auch einzelne Stücke komponiert. In Musikerkreisen sagt man auch Gebrauchsmusik dazu, denn diese Lieder wurden oft rasch für Veranstaltungen benötigt. So gibt es auch mit Opus 96 eine Sammlung dreier geistlicher Lieder, von denen wir eines als besonders schönes Schlusslied für dieses Konzert ausgewählt haben. Lass, o Herr, mich Hilfe finden, neig dich gnädig meinem Flehen, willst gedenken du der Sünden, nimmermehr kann ich bestehen. Wir sagen herzlich Dankeschön für Ihr Kommen und hoffen natürlich, dass die Musik Sie so ergriffen hat wie uns drei auch schon während der Probenzeit. Vielen Dank wollen wir natürlich noch sagen unseren Sponsoren dieser Veranstaltung und ein ganz großes Dankeschön dem Herrn Pfarrer Burali, sowie der lieben Christine Hasler, alles Gute zum Geburtstag auch.
und dem Trachtenverein für den Apero zwischen Messe und Konzert. Kommen Sie gut nach Hause und nehmen Sie die Musik in Ihren Herzen auf. Soll mein Sohn